Der Sinn des Lebens ist Shrek. Shrek ist Leben und Shrek ist Liebe. Für jeden Menschen auf dieser Erde. Also lasst uns alle bei den Händen nehmen und Shrek anpreisen. Hoch lebe Shrek, lang lebe Shrek. Shrek für immer. Shrek. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Plague Inc. Und heute ist alles Ogre, Leute, denn wir spielen The Shrekening. Das Szenario, in dem wir die Welt scheinbar mit Shrek übernehmen. Shrek begins to share his love and life around the globe. Can Shrek recreate his fairy tale on Earth? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, worauf das basiert, auf welcher Story. Wenn nicht, schaut es besser gar nicht erst nach. Okay. Ein neuer Gentyp wurde entdeckt. Trockenbonus. Oh, womit habe ich das denn verdient? Womit habe ich denn diese Ehre verdient? Einen neuen Bonus. Nehmen wir hier mal Landbonus und nehmen wir hier mal Trockenbonus. Warum nicht? Ich weiß gar nicht, ob das neu ist überhaupt. Hatten wir den Trockenbonus nicht schon? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Egal. Fortfahren. Nehmen wir ruhig normal. Nehmen wir es ruhig Shrek. Okay. Shrek is love. Shrek is life. The pain is overwhelming. But we must do it for Shrek. Pick a country to start the spread for Shrek. Okay. Fangen wir an, unseren Shrek zu verbreiten. Wo fangen wir am besten an? Wo liegt denn Shreks Sumpf? Packen wir den einfach mal hier hin. Brasilien. Das ist mein Sumpf. Shreks Sumpf liegt jetzt in Brasilien. Shrek befällt Brasilien. Oh Gott, das kann ja was werden. Mal sehen, wie sieht das überhaupt aus? Was für Fähigkeiten haben wir denn überhaupt? Shrek in the air. Shrek's boss waft into the air from human to human. Increase air transmission. Swamp trade. Swamps behave as if you should not be in them. Increases infectivity to areas that have swamp-like traits. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht, da sollten wir wahrscheinlich recht früh drauf gehen. Dass wir in Sumpfumgebung uns besser ausbreiten können. Shrek in the water. Shrek is tapped into human waterworks. People who drink the water are likely to be infected. Okay. Internet trade. Users of computers have a chance of entering the internet and gaining a virus. Increases infectivity in urban and wealthy areas. Okay. Also eher für Städte haben wir das. Kostet alles im Moment noch nicht sonderlich viel. Oh, was haben wir denn hier? It's all ogre. The Shrekening begins right here. Symptome. Sollte ich das schon machen? Ich glaube eher noch nicht. Gehen wir erstmal ein bisschen auf Übertragung und gucken dann, wie es weiterläuft. Professional Help Resistance. Shrek becomes resistant to Class 1 and 2 Psychiatry. Increase effectiveness never in wealthy areas, okay. Heat Resistance. Und Cold Resistance. Das ist also ganz normal. Shrek's Resilience. Shrek becomes resistant to multiple biomes. Okay. Gut, gehen wir erstmal auf Infektionsrate, würde ich sagen. Ich weiß doch, berühre die Blasen, ich weiß. Ich berühre all die Blasen, Spiel. Ich tue es doch schon. Was willst du noch mehr? Shreks Sumpf breitet sich langsam aus. Die Eselpopulation sinkt. Shrek frisst alle Esel. Shrek beginnt sich auszubreiten. Shrek breitet sich in Brasilien aus. Von Person zu Person. Oh Gott. Wenn ihr wisst, worauf das basiert, auf welcher Story, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, was Shrek da unten eigentlich treibt gerade. Wenn nicht, schaut es nicht nach. Das wollt ihr gar nicht wissen. So, wir haben jede Menge DNA. Mal sehen. Gehen wir rück auf Swamp.
Swamp Trade und Luft und Wasser und Internet. Warum nicht? Warum nicht? Nehmen wir alles. Einfach alles. Shrek wurde erfolgreich weiterentwickelt, in der Tat. Shrek infiziert Hunderte, oh Gott. Shrek erreicht Argentinien. Der Sumpf wird immer größer. Jetzt frage ich mich doch wirklich, was das Symptom hier eigentlich macht. Ist die Frage, wie früh man darauf gehen sollte. Das ist ja bei den Szenarios immer mal wieder anders. Es läuft ja nicht alles unbedingt zwangsläufig so wie im Hauptspiel. Infiziert Tausende. Gott, das geht aber voran hier. Infiziert weitere Länder. Es geht ja richtig flott. Nehmen wir ruhig noch mehr Swamp-Übertragung, noch mehr Sumpf. Sumpfausdehnung. Kolumbien haben wir jetzt auch. Shrek auf Tour. Machen wir das ruhig mal mit dem Symptom. It's all ogre. Jetzt will ich sehen, was das ist. Oh Gott. Entwickeln. Mellowing. Humans begin. What? Begging. Oh. Ich bin blöd. Humans begging to slow down and relax a little. Nein, natürlich ist das Beginn. What? Typo. To slow down and relax a little. Research speed slow as infectivity and severity increase. Okay. Das heißt, die relaxen alle und forschen nicht mehr so hart. Das ist schön. Leadership change. Offspring of humans begin to ice up on their fathers. Fatal in some cases. Oh Gott. Leadership Change ist jetzt einfach mal mutiert, oh Gott. Okay, was haben wir dann hier noch? Ogre Cosplay. People start cosplaying as ogres. Love is strong, it's almost a bond. Increase infectivity. Das heißt, dann laufen auch noch alle als Ogre rum hier. Oh Gott. Open environment. Humans leave their windows wide open at night in hopes that Shrek will come to greet them. This encouraged burglary and thus can be fatal from love bites. Love bites, oh Gott. Onion intent. People start growing layers of skin and soon double their bodily weight. Increases severity and some die in the process due to suffocation. Genau. Ein Ogre ist wie eine Zwiebel. So sieht's aus. Nehmen wir ruhig mal Mellowing, weil, glaube ich, in Richtung Forschung noch gar nichts los ist. Nö. Niemand rechnet mit Shrek. Niemand rechnet mit ihm. Gott, jetzt geht das aber wirklich voran hier. Eine unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Shrek schleicht sich durch die Fenster dieser Welt. Oh shit, geht das schnell voran. Aber was zur Hölle? Oh Gott. Gott, ist das schnell. Was zur Hölle? Achso, oh Gott, ich dachte schon, das wäre die Welt gerade. Was? Ich war auf einem Land. Ich dachte gerade, was zur Hölle ist hier los? Die ganze Welt so schnell infiziert, was? Nein, es war nur ein Land. Gott, was haben wir hier noch? Green Curiosity. Humans are more noticing of vibrant green objects. Increases infectivity and severity. Oh Gott, das heißt, die reagieren mehr auf Grün. Fühlen sich dann wahrscheinlich mehr von Shrek angezogen. Green Lust. Humans start to love the color of green and begin to paint themselves green. Sometimes in public. Oh, dieses Szenario ist so doof. Ich liebe es. Nehmen wir mal Ogre-Cosplay. Jetzt laufen sie alle als Ogre rum. Benutzerdefinierte Szenarios war das Beste überhaupt, was sie diesem Spiel antun konnten, finde ich. Ah, verdammt, komm her, Kanada. Du entgehst mir nicht. Ach du Kacke, was ist denn in den USA los? Oh shit. Gott, geht das hier schnell. Ah! Warte! Stopp!
Shrek, zu schnell! Shrek, was tust du? Du bist zu schnell. Komm, wir kommen noch hinterher. Shit. Oh Gott, so viel DNA. Oh shit. Ich glaube, Infektionsrate brauchen wir da schon fast gar nicht mehr. The viruses can now infect Windows 7 and finally get past Norton. Was kommt nicht an Norton vorbei? Shrek leaves some files on the desktop for users to read at their own pace. Also Norton hatte ich irgendwie noch nie so gute Erfahrungen mit, um ehrlich zu sein. Viruses cause cults to appear. The cultists spread the word of the Lord, Shrek. Increases infection. Jetzt haben wir auch noch den Shrek-Kult. Besser kann es ja gar nicht mehr werden. Shrek is mods, Shrek is live. Shrek starts to appear in various content of games, movies and other internet hotspots. Sicher doch. Carefree feasting. Humans begin to stop caring on what they eat or drink. Bugs, wood rats and even their own earwax become ordinary meals. Heavily increases severity. Das heißt, wir verwandeln jetzt hier so langsam alle Menschen in Oger. Wundervoll. Na, dann ist ja alles Oger. Open Environment. Nehmen wir das nochmal. Was haben wir hier noch? Shrek is love, Shrek is life. People start to become filled with enlightenment. They become less afraid of who they are and to be themselves in any situation. Okay. Oh, Gott. Das heißt, sie finden sich endlich damit ab, dass jetzt jeder Shrek ist. Mit der Liebe von Shrek. Sie nehmen Shreks Liebe an. Und das ist doch wunderschön. Die Antwort auf den Sinn des Lebens ist Shrek. Die Leute verstehen das jetzt endlich. Ansteckender als die gewöhnliche Grippe allerdings. Der Gedanke verbreitet sich. Ogre Bearing Joy. Was macht das? Ogre Bearing Joy. Humans become overtaken by bliss so much that this can cause accidents from carrying things to driving cement trucks into people. Queer severity and lethality. Oh Gott. Das heißt, niemand denkt überhaupt noch klar. Alle denken nur noch an Shrek. Sie heißen Shrek in ihrem Leben willkommen. Endlich. Der Sinn des Lebens ist Shrek. Shrek ist Leben und Shrek ist Liebe für jeden Menschen auf dieser Erde. Also lasst uns alle bei den Händen nehmen und Shrek anpreisen. Hoch lebe Shrek, lang lebe Shrek, Shrek für immer. Shrek. War das ruhig auch nochmal? So. Oh Gott. Es ging schnell. Nichts kann Shrek aufhalten, wie es ausschaut. Und das gibt einem doch zu denken. Denn wie jeder weiß, Plague Inc. ist ja eine realistische Simulationssoftware. Das heißt, die ganzen Government, die ganzen Regierungsinstitute und so, die benutzen ja auch Plague Inc., um eben solche Seuchen und Phänomene zu untersuchen. Und das hier jetzt auch mit Shrek ist eine realistische Simulation. Das heißt, wir sollten uns hier in Acht nehmen, beziehungsweise nicht in Acht nehmen, denn Shrek ist Leben und Shrek ist Liebe. Das heißt, wir sollten uns darauf einlassen. Jeder von uns sollte sich eigentlich, denke ich, darauf einlassen und ein bisschen mehr Shrek in sein Leben bringen. Und das wird ja auch in letzter Zeit immer wieder zum Thema, besonders in den Nachrichten und Talkshows und so weiter, sieht man das immer wieder. Sollten wir mehr Shrek in unser Leben... Oh Gott, was ist los? Ah, halt, stopp! Ach du Kacke, ich hab gar nicht auf... Ich hab gar nicht auf das... Ah, shit, da hab ich nicht drauf geachtet. Scheiße. Ah, ich kann's nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Ich hab einfach nicht drauf geachtet. Ich war einfach so... So, oh Gott. Ich weiß nicht, ich war so eingenommen von Shrek. Ich konnte nicht mehr klar denken. Von Shreks Liebe.
Ich konnte nicht mehr. Verdammt! Nein! Das müssen wir aufhalten. Das geht nicht. Das geht so nicht. Wir brauchen mehr Shrek in unserem Leben. Wie ich schon sagte, mehr Shrek, das muss definitiv zu einem stärker diskutierten Thema werden. Nein! Verdammt nochmal! Bleib hier, Balken! Nein! Shrek, nein! Oh, guck mal. Russland, Grönland und die Ukraine, die waren dran schuld. Polen, Baltikstaaten. Die haben Shrek getötet. Ach, verdammt. Ah, das gibt's doch nicht. Ich dachte mir so, ach, das geht alles so schön schnell und ich habe die ganze Zeit einfach mal nicht hier drauf geachtet. Niederlage. Shrek ist ausgerottet worden. Oh Gott. Ach du Kacke. Ich habe Shrek getötet. Nein. Oh shit. Nun gut, aber wie gesagt, ich denke, dieses Szenario wirft schon tiefschürfende Fragen auf. Tiefschürfende psychologische Fragen vor allem und ethische Fragen. Auch sollten wir nicht alle ein bisschen mehr Shrek in unser Leben lassen und unser Leben etwas mehr in Richtung Shrek ausrichten? Kann uns das nicht allen spirituell helfen im Leben? Besonders wenn wir in irgendwelchen Krisen stecken und wenn wir uns auch den Status der Welt an sich ansehen, die ganze weltpolitische Lage und so weiter, wie das alles aussieht im Moment, sollten wir uns dann nicht alle fragen, ob Shrek nicht eventuell uns dabei helfen könnte, ob wir nicht alle etwas besser dran wären, wenn wir Shrek in unserem Leben willkommen heißen würden und unsere Gesinnung mehr nach Shrek ausrichten lassen und lassen würden und auch ausrichten würden. Und lassen und würden aktiv sowie auch passiv, also in beide Richtungen, zum Wohle der Menschheit letzten Endes auch. Und das ist doch etwas, nach dem wir alle streben können, in unserem Streben und in unserem Leben. Und ich denke, auf dieser hohen Note können wir es dann auch belassen. Uns allen ein frohes Weihnachtsfest, Chanukka, Ostern. Und außerdem Geburtstag an alle, die das betreffen kann, soll und würde. In diesem Sinne, ich bin Oger, wir sind alle Oger. Und ich hoffe, ihr seid jetzt auch alle etwas mehr Oger. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, liebe Leute, bei Plague Inc. Und schaut euch doch nochmal die Liste an mit den Szenarien am Anfang des Videos oder vielleicht auch am Ende des Videos, wo ich die nochmal hinpacken würde. Und sagt mir, welches Szenario ihr als nächstes sehen wollt. Ciao!